Kärntner Landeshauptstadt plant die Kraftwerkerrichtungs- und Betriebsgesellschaft ein hochmodernes, umweltfreundliches Gasdampfkraftwerk. Das 300-Millionen-Projekt gilt als wichtiger wirtschaftlicher Impuls für Kärnten. Der Klagenfurter Bürgermeister Scheider, Vizebürgermeisterin Dr. Matthias Schitz und der Stadtrat Steinkellner fanden sich zu einem Lokalaugenschein im oberösterreichischen Timmelkamm ein. Die markanten Punkte Lärm, beziehungsweise was kommt aus dem Kamin heraus, sozusagen aus der Säule, was für einen Ausfluss gibt es, wie schaut es mit dem Wasserdampf aus, hieß hier einfach, man sieht es einfach in der Praxis, dass all das, was an Befürchtungen da ist, hier nicht eingetreten ist. Die Nachbarn sind da gleich in der Nähe, es gibt da keine Probleme. Ja, es ist eine durchaus höchst modernste Anlage mit 59% Wirkungsgrad, einer der effizientesten überhaupt Strom heute zu produzieren und das ganz, ganz sauber. Wir konnten ja die Emissionen gegenüber früher mit der alten Anlage hier wesentlich reduzieren und können jetzt mehr oder minder fast bis zu 2500 Gigawattstunden Strom hier produzieren, sauberer Strom für eine sichere Stromversorgung auch in Oberösterreich. Wir sind aufgrund der Aussagen unserer Spezialisten, die im Vorfeld umfangreiche Untersuchungen gemacht haben, überzeugt davon, dass genau dieses Konzept, wie es hier in Timmelkamm schon umgesetzt wurde, für Klagenfurt auch genau passt, eine deutliche Verbesserung der Umweltsituation bringen wird, sofern das die Behörde auch in ihren entsprechenden Untersuchungen feststellen kann und wir einen entsprechenden Bescheid kriegen. Wir bauen ja dieses geplante Kraftwerk in Klagenfurt nicht für uns, sondern wir bauen es für den Klagenfurter, wir bauen es für Kärnten, weil wir damit Klagenfurt mit günstiger Fernwärme versorgen können und aber auch Kärnten entsprechend eine Stromkapazität, die Österreich im Süden braucht, ganz einfach zur Verfügung stellen können. Deswegen für uns also ein ganz wichtiges Projekt, aber ich glaube auch für Kärnten, Klagenfurt, aber auch für ganz Österreich. Wir stehen mitten in der UVP, also vorbehaltlich einer positiven UVP-Prüfung, würde ich mich freuen, wenn wir in Klagenfurt so ein Werk haben. Noch dazu, wo wir wissen, dass wir sehr wohl eine Dreckschleuder mitten in der Stadt stehen haben. Das alte Fernheitswerk hat ja, ist ja fast einer der größten Schwefel-Emittenten von Österreich und ich glaube, es wäre für alle in Klagenfurt zum Aufatmen, wenn wir ein neues Werk bekommen hätten. Na, ich bin beeindruckt. Vor allem bin ich auch deswegen beeindruckt, weil das ja 1:1 vom technischen Aufbau her dieselbe Anlage ist, wie sie auch in Klagenfurt kommen soll. Und die Beratung heute, die Führung, war sehr fachkompetent und sie sind auf alle Fragen eingegangen und haben uns wirklich letzte Befürchtungen, die vielleicht bestanden haben können, bereinigt. Diese Anlage ist eine moderne Anlage. Das ist eigentlich unser Vorzeigebetrieb in unserer Marktgemeinde Timmelkamm. Die Marktgemeinde hat immerhin 6.000 Einwohner, wie ich heute schon mal erwähnt habe. Und alle sind glücklich, dass wir auch solche moderne, umweltfreundliche Betriebe in unserer Gemeinde haben.